Herzlich willkommen, ich heiße Denis Krukow. Ich bin ein professioneller Musiker, Orchester, Kammermusik und Solospiel und unterrichte seit 2007. In dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gesammelt und möchte die jetzt mit Ihnen teilen, um Einstieg ins Geigenspiel zu erleichtern. Ich freue mich sehr, Sie in diesem Kurs begrüßen zu dürfen. Dieser Kurs ist für Erwachsene gedacht, sowie Anfänger als auch Fortgeschrittene. Auch Kinder mit der Hilfe von Eltern können hier viele Sachen lernen. Wir haben viel vor und werden versuchen, es in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Ich starte mit Grundlagen, nicht nur für die Zuschauer, die erst anfangen, die Geige zu spielen, aber auch, weil es immer gut ist, die Grundlagen ab und zu revidieren. Auch für Fortgeschrittene. Ich zeige dabei viele einfache, aber sehr effiziente Übungen, die ich auch selber regelmäßig mache. Und danach führe ich sie schrittweise bis hin zu komplexen Sachen. Wir versuchen, einen Umgang mit der Geige zusammen zu entwickeln, der natürlich, entspannt, bequem, angstfrei und harmonisch ist. In diesem ersten Video kontrollieren wir kurz, was braucht man für den Anfang mit der Geige. Und am Ende erkläre ich einige theoretische Grundlagen. Eine Violine. Ich mache später einen Ratgeber rund um die Wahl der Geige, Bogen und Zubehör. Jetzt aber das Wichtigste. Die Geige muss richtig eingestellt sein. Das macht sie bequem zu spielen und liefert konsistente Ergebnisse. Die Saitenhöhe, die Saitenabstände, die Wölbung des Steges, alles bis auf einen Millimeter genau, sehr wichtig. Auch der Klang hängt oft von der richtigen Einstellung. Am besten kauft oder mietet man die Geige beim Geigenbaumeister oder zeigt man eine eigene Geige dem Geigenbauer. Schulterstütze. Es gibt unterschiedliche Varianten. Nicht alle Geige benutzen sie, aber gerade für den Anfang würde ich jedem eine raten. Damit liegt die Geige viel stabiler und das Erlernen wird einfacher. Um die Schulterstütze auf die Geige zu setzen, nehme ich immer die Geige unter den Arm, lege die Schulterstütze so, dass die Wölbung links ist, halte den linken Fuß mit der Hand und schiebe den rechten Fuß bis die Stütze gut sitzt. So sieht das denn aus. Bogen. Für einen Anfang reicht einen einfachen Bogen. Für später gibt es die Bögen in allen Preis- und Qualitätsklassen. Bei dem Bogen für den Anfang ist der Zustand des Haares das Wichtigste. Das darf nicht zu alt sein und muss regelmäßig getauscht werden. Bogen sollte man vor dem Spielen spannen und danach entspannen. Dafür dreht man an der Schraube. Wir spannen den Bogen bis ungefähr ein Finger Abstand zwischen dem Bogenhaar und der Stange in der Mitte. Ich habe im günstigen Bereich gute Erfahrungen mit Bögen aus Carbon gemacht. Man soll also keine Angst vor neuen Materialien haben. Der Bogen braucht Kolophonium. Das ist ein klebriges Baumharz, das gute Kontakt zwischen Bogen und Saiten ermöglicht. Ohne Kolophonium kann der Bogen fast keinen Klang erzeugen. Einreiben in allen Teilen und am Ende ein paar Mal streichen, um das gut zu verteilen. Das sollte man jeden Tag machen. Achten Sie darauf, dass Sie das Bogenhaar dabei nicht anfassen. Grundsätzlich, es gilt immer, das Bogenhaar bitte nicht mit Fingern anfassen. Reinigungstuch. Beim Spielen sammelt der Staub vom Kolophonium auf der Geige und auf den Saiten. Und es ist wichtig, jedes Mal nach dem Spielen die Geige wieder sauber zu machen. Also die Saiten hier, wo wird gespielt mit dem Bogen. Und auch die Geige, besonders unter der Saiten. Hier
Stimmgerät. Ein Stimmgerät oder eine Handy-App braucht man unbedingt. Die Geige verstimmt sich und man muss sie oft nachstimmen. Die Frage, wie stimmt man die Geige, braucht aber ein einzelnes Video. Metronom, ein Taktgeber, als ein Gerät oder eine Handy-App. Notenstände, hilft eine richtige Körperhaltung beim Spielen zu entwickeln. Egal ob Sie im Sitzen oder im Stehen spielen, die Noten müssen ungefähr auf der Augenhöhe sein. Notizbuch. Auch wenn Sie immer wieder Videos anschauen können, es lohnt sich, die wichtigen Sachen zu notieren, Aufgaben aufzuschreiben oder Übungstagebuch zu führen. Ganz kurz möchte ich einige theoretische Grundlagen jetzt durchgehen. Die Geige hat 4 Saiten unterschiedlicher Tonhöhen. Diese Saiten sind von der dicksten zu der dünnsten Saite auf die Töne G, D, A und E gestimmt. Beim Spielen nennen wir sie leere Saiten. Das heißt, dass sie beim Spielen nicht von einem Finger gegriffen werden. In der Notation sehen sie so aus und werden mit einer 0 bezeichnet, was eigentlich kein Finger bedeutet. Die anderen Töne bekommen wir durch Greifen mit den Fingern. Durch Greifen kürzen wir die Saite und je kürzer die Saite ist, desto höher klingt sie. Wir benutzen 4 Finger. Zu zählen starten wir mit dem Zeigefinger. Also 1, 2, 3, 4. Die Nachbarfinger können entweder eng zusammen oder in einem Abstand auf dem Griffbrett stehen. Und dann erklingt entsprechend ein Halbton oder ein Ganzton dazwischen. Wenn wir zum Beispiel auf der G-Saite von der leeren Saite anfangend alle 4 Finger spielen, bekommen wir eine aufsteigende Reihenfolge von Tönen. G, A, H, C, D. Und der 4. Finger spielt den gleichen Ton wie die nächsthöhere leere Saite, D. Die Noten auf der Geige zu finden ist am Anfang nicht ganz einfach, weil es keine Markierungen auf dem Griffbrett gibt. Aber es gibt ein Hilfsmittel, schematische Muster, Griffarten nennen wir sie. Wir merken uns 4 wichtigsten Griffarten und das erleichtert uns den Anfang enorm. Um höhere Töne zu greifen, wird die Hand höher auf dem Griffbrett versetzt, in andere Lagen. Aber das alles werde ich in folgenden Videos erklären. Jetzt sind wir bereit anzufangen und im nächsten Video geht es um die Fragen, wie man die Violine richtig und entspannt hält, wie man die Töne greift und wir lernen ein paar Übungen für richtigen und lockeren Fingerbewegungen.